Willkommen zurück hier wieder zu einer neuen Folge von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Ja, wir sind hier bei unserer zweiten Mission. Wir sollen hier Amaro befreien. Eine wohl geglaubte große Person in diesem Santa. Wie heißt das? Santa Monica? Nee, warte mal. Ich hab den Namen vergessen. Santa Blanca Kartell, genau. Das können wir aber hier auch nochmal nachlesen. Also er ist wohl der Onkel und wird als Herz der Rebellenbewegung sehen. Den sollen wir jetzt da rausholen. Quasi so als Kernstück im Moment. Die Rebellen erhoffen sich hiervon sehr viel, dass wir mit ihm wohl das Kartell zerschlagen können. Und das werden wir jetzt versuchen, also ihn zu befreien natürlich. Und hier 400 Meter von dem wohl wahrscheinlichen Aufenthaltsort entfernt. Dann schauen wir uns das gleich mal mit der Drohne kurz an. Müssen wir noch mal ein bisschen näher ran. Also Ausdauer hat er jetzt auch nicht wirklich groß, ne? Feindaktivität. Da ist ein Sicario. Ich sehe niemanden. Da, bei dem Heli. Tarnung. Drücken Sie 3, um Ihre Handfeuerwaffe zu benutzen. Okay, klar. Drücken Sie für getarntes Vorgehen X zum Ducken und Y, um sich hinzulegen. Ja, das habe ich ja eben. Also wie gesagt, vor der Folge habe ich die Steuerung mal ein bisschen umgeändert, weil ich kam auch beim Fahren nicht wirklich klar. Das war mir alles ein bisschen zu direkt. Vor allem die Tasten habe ich auch noch mal ein bisschen geändert, so wie bei Rainbow Six. Komme ich da irgendwann durcheinander? Genau. Kann halt getarnt rein oder direkt hau drauf, glaube ich. Setze Drohne ein. Mit der Drohne. Ich sehe noch einen Tango. Roger, ich Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Die gerade erstmal zu markieren. Also hier sind aber wohl auch Zivilisten drin. Verstanden. Okay, ich kann glaube ich nur bis 60 Meter ungefähr. Wir haben noch einen Hubschrauber. Markiere einen Tango, mein Name ist in der Nähe. Okay, die Batterie ist gleich leer. Verstanden. So, unter Tab will ich das nicht mehr sehen. Positionswechsel. Okay. Okay, die sollen angreifen. Das ist gerade erstmal ohne Scope. Wir nähern uns der Atoyo-Farm. Denkt dran, viele dieser Sicarios sind Ex-Soldaten. Checkt eure Ziele. Wenn Amaru von einem Querschläger getötet wird, ist Operation Kingslayer gescheitert, bevor sie angefangen hat. Los geht's. Seit ich weiß, wurde noch kein Alarm ausgelöst. Kann noch werden. Alles klar bei mir. Aufnehmen oder was? Wartet, Waffenkiste entdeckt. Ausrüstung nehmen. Nett. Okay, das sind wohl Türen, die man nicht öffnen kann. Sag mal, wo sind eigentlich meine Mates gerade? Ich verstehe es gerade nicht. Bei mir sammeln. Verstanden. Der ist da gefangen, oder wie? Okay. Warum ist denn er da gefangen? Sind Sie Amaru? Das, was von ihm übrig ist. Na, bekannt vor aus Kommen der Sie, wir bringen Sie hier raus. Beta. Que tal? Todo bien? Ich versuche das jetzt mal mit dem Hubschrauber. Keine Ahnung, ob das klappt. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Frau, bin ich einmal kurz geflogen? Ich meine, es war die Alpha, aber
nochmal gerade an. Drücken Sie Shift für mehr Schub. Benutzen Sie CTRL, sprich Steuerung ist das, um den Schub zurückzunehmen. Sprich hoch runter, wie bei einer Drohne. Okay. Drücken Sie W oder S, um das Nicken anzupassen. Okay. Lassen Sie Shift los, während Sie A oder D verwenden, um dem Helikopter eine schnelle Drehung. Ah, okay, verstehe. Wo bringt ihr mich hin? Zu Ihren Freunden. Entonces Pacatari hat also einen Handel mit den malditos extranjeros geschlossen, dieser Narr. Klären Sie das unter sich. Achso, gut, und ihr geht gar nichts umdrehen. Ah, verstehe, okay. Halt das gehen auch nicht, das ist schön. Okay, erstmal eine Höhe gewinnen. Fliegen soll die auch noch üben. Okay, die abschürzen, Leute. Das war's. Nicht hier im Baum landen. Okay. Bisschen schräg, aber egal. Seht mal da, Waffenkiste. Munition aufnehmen. Hola. So, dann gehen wir mal da rein. Alles okay? Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aucas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht... Heißen die beiden Juri und Polito? Sie, Juri, Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Wenwu ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir ihn befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen, vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen alle Dörfer in Kampa, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Abgeschlossen quasi. Die beiden Mitteilungen gehören jetzt zusammen. Bormans Datei zu Judy und Polito kommt rein. So, ein Video verfügbar. Okay. Die Info zu La Judy und El Polito. Sie spielen eine Schlüsselrolle im Sicherheitsbereich Santa Blancas. Seht euch Bormans Briefing zu ihrer Befehlskette an. Um die Sicherheit kümmert sich El Muro, die Mauer. Persönlicher Leibwächter und Jugendfreund von El Sueño. El Muros kleiner Bruder ist La Plaga. Fieses Stück Scheiße. Aktiv in den sozialen Medien. Top Sicario für das Kartell. Die Jagd beginnt. Wenn wir Sueño wollen, müssen wir uns hocharbeiten. Die ersten Ziele sind Juli und Polito. Erst die Info, dann aufspüren, dann ausschalten. So, nachforschen. Bam. Stellen Sie in einer Provinz Nachforschungen an, um etwas über den dortigen Bouchon herauszufinden. Ja, ich denke mal quasi Rebellenanführer.
Soll das heißen? Werden Sie wichtige Aufklärungsdaten auf der Taktikkarte, um Ihnen dabei zu helfen. Okay. Schaltet neue Einsätze in der Provinz frei. Okay, gut. Schauen wir uns das mal an. So. Wie ich ausrüsten, nehmen wir gerne auf. Passt gut zu meinen Stiefeln. Scharfschützengewehr. Schauen, wir haben neue Ausrüstung, Scharfschützengewehr. Aber das ist jetzt nicht ausgerüstet. Erinnert mich direkt an eine AWP, ist wahrscheinlich sogar eine, so in etwa. Wie bei CSGO. Achso, die rüste ich direkt mit einem Mausklick aus. Sollte man natürlich vorher wissen. Wie viel Muni habe ich denn jetzt gegeben? Genügend. Ich glaube, ich schmeiß die dafür raus. Geht das nicht? Ändern. Muss ich die dafür ausgewählt haben? Geht also nur als Primärwaffe. Ja, okay. So, schau ich aber gerade nochmal. Teile. Zieloptik. Ah, da ist schon eins drauf. Was ist denn das für eins? Vierfach. Und später gibt es da nette Teile auf jeden Fall. Die man in den einzelnen Regionen schon freischaltet, ja. Ja, nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ich habe noch zwei. Schau ich mal gleich zwei Fertigkeitspunkte freigeschaltet. Kann ich für die was? Zieloptik. Ah, Panorama-Visier, immerhin. So ein Leuchtpunkt. Holo. Nee, das ist doch kein Holo. Naja, wenn man das jetzt mit Pupke vergleicht mit Player Unknowns Battlegrounds, erinnert mich das eher an einen Rotpunkt, aber okay. So, Fertigkeiten können wir freischalten. Was können wir denn freischalten? Beim Körper haben wir einen Punkt. Bei der Ausdauer nämlich schon. Schalten wir das direkt mal frei. Ja, will ich. Und nachts, es ist jetzt nicht gerade dunkel, ne? Batterie. Kann ich aber... Na doch, das könnte ich freischalten. Das nicht. Ne, das könnte ich alle drei nicht freischalten. Dafür brauche ich noch neben diesen blauen Punkten... noch hier Energie oder was das ist. Ne, ich kann gar nichts mehr freischalten. Schade. Na gut. Ausdauer ein wenig besser. Leider ein bisschen länger. Gut. Munition aufnehmen geht nicht mehr. Haben wir schon. Gut, dann schauen wir mal, wo es jetzt hingeht. Das hatten wir doch schon. Hier ist noch ein Fragezeichen. Unerforschter Ort. Wichtige Aufklärungsdaten können wir hier noch sammeln. Ich würde sagen, da fliegen wir mal hin. Wenn der Helikopter aus der Lage noch starten will. Schauen wir mal. So. Dann würde ich sagen, mitten hier in der Luft beende ich die Folge und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so zu sehen. Jetzt ein wenig besser vom Spiel her. Norman, Pakatari ist in der Leitung. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Stellen Sie durch. Hola, compadre.
Ich habe ein Problem in Itaqua und Bowman hat mich an dich verwiesen. Meine Leute in Itaqua brauchen Hilfe. Es gab viele Verluste durch das Kartell und die Grauen von Yuri Ippolito haben sie mutlos gemacht. Die Flamme der Revolution ist fast erloschen. Lass stecken, Katari. Sag einfach, was du brauchst. Das Kartell schickt bald einen Konvoi durch die Provinz. Meine Leute brauchen diese Vorräte dringend. Könnt ihr ihn für uns überfallen? Schon erledigt. Gibt Pakatari uns jetzt Befehle? Katari braucht den Konvoi und er kriegt ihn von uns. Je mehr er unsere Hilfe braucht, desto mehr können wir im Gegenzug verlangen. Okay. Den Anruf wollte ich gerade noch abwarten. Wir sollen ein... Wir sollen einen Konvoi überfallen. Ja, das werden wir in der nächsten Folge machen. Werde ich mir den jetzt gerade noch markieren. Akataris Rebellenbewegung steht kurz vor dem Aus. Wenn wir das Blatt wenden, können wir später auf seine Unterstützung zählen. Akataris Rebellenbewegung steht kurz vor dem Aus. Wenn wir das Blatt wenden, können wir später auf seine Unterstützung zählen. Habe ich mir mal markiert. Da werden wir gleich hinfliegen. Das werden wir in der nächsten Folge dann sehen. Und ich würde sagen, ja, bis dahin und schaut dann wieder rein, wenn wir hier Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands bringen. Bis dahin.